Moin moin liebe Leute zu einer weiteren Folge Thimbleweed Park. Ja, wir sind das letzte Mal hier bei dem Radiosender stehen geblieben, bei dem ich nicht weiß, was ich überhaupt tun soll, weil ich da gar nicht reinkomme. Wir haben hier den Identitätsbericht. Das ist mal wieder ein paar Tage her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Dazwischen war ein Riesenprojekt, das ich planen musste und deswegen hatte ich wenig Zeit zum Zocken. Input, Foto und Personal und sowas. Ach genau, ja, genau. Das ist die, genau, ich muss mal hier, die einfachste Methode ist ja eigentlich, sich das Tier anzugucken, dann weiß man ja wieder, wo man war. Also, ich habe die Papiere bei der Leiche gefunden, beziehungsweise im Hotel gefunden und die alle verglichen mit dem Facetron. Ich habe eine Blutprobe von der Leiche und ich brauche noch einen Gegenstand mit Blutspuren, was der Geldbeutel beim Penner ist. Und da brauche ich immer noch den Geldbeutel, um den mit dem Geldbeutel von dem Penner zu tauschen. Und dann brauche ich eine Analyse davon für den Bloodtron. Was ja auch kein Problem ist. Und dann muss ich zum Restaurant. Nee, Quatsch, ich brauche die Fingerabdrücke noch an der Mordwaffe, die wir noch nicht haben. Und darauf habe ich noch nicht mal einen Hinweis, glaube ich. Ja, finde die Mordwaffe. Finde raus, was mit Franklin passiert ist. Finde die Pilze in der Kanalisation. Das ist was ich als nächstes, glaube ich, machen könnte. Sofern ich denn weiß, wie ich in die Kanalisation komme. Denn man... Also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt diesen Eingang beim Mordplatz und der ist ja aber zu. Da ist ja ein Baumstamm davor. Und dafür bräuchte ich ein Benzin für meine Kettensäge, was ich ja scheinbar nirgends bekomme. Überraschung, haha, witzig, Running Gag. Oder ich nutze den Eingang, den auch der Sheriff benutzt hat, der Sheriff Rooney oder wie er hieß. Und Und da könnte ich ja dann eventuell auch reinkommen, aber das Problem ist, der hatte uns ja die Augen verbunden, deswegen wissen wir nicht, wo das ist. So, ich gehe jetzt erstmal... Ich will jetzt erstmal mit ihr... Mit ihr will ich jetzt auch erstmal zum Funkturm gehen, denn sie hat vielleicht keine Höhenangst. Das heißt, vielleicht geht sie da hoch und damit kann ich dann... Ach, warte, das geht doch viel einfacher. So, zack. Wiu, 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 bing, da sind wir. Und nach oben, bitte. No way am I climbing that. I'm afraid of heights. Oh, okay. Es hat jeder von ihnen Höhenangst. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Gut, aber da wir jetzt auch alle anderen Charaktere anwählen können, gehe ich damit mit einem... Hier, genau. Ich war ja noch nicht hier drin. Clowns-Unterhosen. My official ransom the clown underwear. Haven't had time to wash them yet. Okay, nehmen wir mit. Always time to do laundry later. Nehmen wir nicht mit. Sieht ein bisschen anders aus als beim letzten Mal. Ein bisschen... vergammeltes Essen? Oh nein, diese blöde, wankelnde Scheiße ist immer noch da. So, das Poster. Okay. Oh Gott. Okay. Komm back here. Hey! Stop! Damn broken window. So ist es. Was suche ich denn da überhaupt? Sorgt dafür, dass mich alle in der Stadt hassen. Okay, das dürfte nicht sonderlich schwer sein. Füttere Lil Beeper. Okay. Oh, das Paket vom Postamt. Ah, alles klar, also mit ihm in die Stadt. Versuch mal wieder, das Make-up loszuwerden. Pff, ja, okay. Besorg den Schlüssel für das Fabriktor. Oh, okay, sehr gut, sehr gut. Finde die Seite aus dem Witzebuch. Das ist uns ja gerade weggeflogen. Sammle 47 mehr Staubkörner. PS, ich hasse mein Leben und beep dich, wenn du diesen Zettel findest und liest. Okay, wir haben also auch den Auftrag, diese ganzen Staubkörner zu sammeln. Was soll das bringen? Ich verstehe es nicht. Ja, kann ich denn nicht den die Seiten mit dem Buch selbst... Ja, ne? Macht mehr Sinn. It's a Ransom the Clown Comic. Issue number one. Okay, Comicbuch haben wir auch gefunden. Wasserhahn will ich gar nicht an. Oh, hier. It's an attempted delivery notice. Ah, ja, genau, den brauche ich ja dann. It's a stack of eviction notices. I'll just leave it where it is. That way I can laugh at the sheriff when it's my cheese. I'm letting it age. Ja, ja, schon klar. Okay, gut, dann haben wir jetzt alles. Warum ist hier ein Trampolin? Moment. I need to be higher to jump on it. Oh, okay. Wir müssen von irgendwo weit oben runterspringen auf das Trampolin. Geht das von der Treppe aus? Nee, ne? Nee. Okay, dann lass uns jetzt erstmal hier ein bisschen durch die Botanik latschen. Wir haben ein bisschen Zeugs zusammen. Popcorn, okay. It's a rancid kernel of popcorn.
Little Beeper loves this. I won't pick up some greasy, disgusting, inedible piece of popcorn if I can't put it in something. Okay. Was? Okay, ich brauche also einen Behälter für das ganze ranzige Popcorn zu sammeln, damit ich Beeper füttern kann. That's where the Midway used to be. Now it's my garbage dump. Achso, da darf ich nicht hin. Okay. Dann gehen wir in den Zirkus selbst. Oh, hallo, Mäuschen. Mäuschen, hallo. Looks like a rat hole. Ich hätte Käse. Oh. Bringt die Ratte mir die ganzen Popkörner jetzt? Nee, ich glaube. Ich verstehe. Wahrscheinlich hätte ich das Popcorn hier nirgends sonst gefunden. Das eine Popcorn hätte mir dann gefehlt, deswegen muss ich das so machen. Okay. There's another way? Wo denn? Da kommt er so nicht hoch. Hä? Ja, ich versuche gerade den. Ach, da. Ich dachte, da käme man noch von innen rein. Okay, noch ein Staubkörnchen. It's my empty rant. There's nothing inside but a couple of pennies. Okay, darf ich also nicht nehmen. Fluchglasliste brauche ich ja nicht. Da sind ja nur noch mal die ganzen Leute drauf. It's a box with a crank on it. Dann nimm's mit. So, cool. Ist das? Anti-Juck-Creme. Gerne. Make-up-Tisch. I don't. There's an inch thick layer of dust. There's an inch thick layer of dust on it. Hasn't been used in years. Okay. Ja, tatsächlich, die bringen jetzt hier ganz viel Popcorn hin. Ja, das ist ja super. Ich brauche nur ein Behältnis. Zum Beispiel dieses leere Fluchglas, das ich nehmen möchte. There's nothing inside but a couple of pennies. Aber nicht nehmen darf. Wieso nicht? It's a box with a crank on it. It's my tube of Coslerick's patented anti-itch medicine. Works wonders. Oh. Mr. Kozlarik really knows his itch creams. Schön. Okay. Lasst uns hier einfach mal. Ich weiß nicht, ob wir den Platz hier überhaupt jetzt verlassen können. Ich glaube nicht, weil er sagte irgendwie Beeper, weil hier geht's raus, glaube ich. I can't leave the circus till I feed little Beeper. Okay, alles klar. Also muss ich zuerst Beeper füttern. Dafür brauche ich erstmal irgendein Behältnis, um das Popcorn zu sammeln. Ich gehe mal wieder hier rein. That slop tasted like crap when I made it last week. Maybe it's gotten better with age. The fly larva crawling all over it seemed to think so. Okay, was ist denn hier oben drin? Oh, da ist ein Hamster in der Mikrowelle. It's Lil Beeper, my pet hamster. Looks very hungry. Lil Beeper is pretty vicious. He'd even bite me if I picked him up. He's probably hungry. Haven't fed him in a few days. Ach so. Meanest clown of 1977 and 1978. Rents in the clown. Too bad the paint's wearing off. Looks like a rat hole. Warum sind hier überall diese Rattenlöcher? Das verwirrt mich noch ein bisschen. Okay, damit hätten wir den Auftrag, glaube ich, auch erledigt. At least I tried. Yep, haben wir. Okay, ich kann das Paket. Mein Gedanke war halt, das Paket abholen und den Karton als Behältnis benutzen für eben die Popkörner aufzusammeln. Besorgen Schlüssel für das Fabriktor, das weiß ich nicht, ob das hier ist, wahrscheinlich nicht. Finde die Seite aus dem Witzebuch, das muss ja noch irgendwo hier sein. Oder es ist ewig weit geflogen. Okay. Ein Behältnis. Oh. Da war ein Staubkorn. Wo war hier ein Staubkorn? Ich habe das genau gesehen. Da stand Staubkorn. Komm. Das ist eine Frechheit. Da stand gerade Staubkorn. Da bin ich mir 100% sicher. Da. Ha. Wird doch gelacht. Aber es bringt mir natürlich auch nichts.
Und hier finde ich einfach kein Behältnis. Da hinten steht ein Topf scheinbar, aber den darf ich nicht benutzen. Sagt der Wandsafe zu. So, I don't like to make my bed. Who the f*** cares? Ich nicht. Mir egal. That's just my eviction notice. Okay, das bringt mir alles nichts hier. Kann ich hier noch weitergehen? Nope. Da kann ich nicht weiter. Ist natürlich die Frage, ne? Finde ich hier überhaupt ein Behältnis? Oder ist das was, was ich woanders suchen muss und ihm geben? It's empty. The rats and I cleaned it out years ago. It's an empty popcorn bag. Na also, geht doch. So, und jetzt benutzen wir die Popcorn-Tüte auf das Popcorn. Perfekt. Auch das wäre gelöst und wir können los Little Beeper füttern. Grüß dich. So, Little Beeper. Bitteschön. Here you go, Little Beeper. Enjoy your crap. 1A. So, Little Beeper ist gefüttert. Jetzt können wir doch raus, oder? Jetzt können wir zum Postamt gehen. Was? Ich bin verwirrt. Gut. Dann gehen wir mit ihm jetzt zuerst mal zum Quickie Pal und holen ihm eine Karte. Damit auch das erledigt ist. Okay. Und jetzt können wir hier ganz schnell reisen zu dem Postamt. Das hier irgendwo. Wo war denn das? In der A Street war das. Nein, nicht die Nickel News. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte zum Postamt, das ist ein Haus weiter. Also benutzbares Haus weiter. So, da. Ransom, what are you doing here? The latest issue of Humongous Honka Honkas won't be mailed for at least another week. You, George. Can't a clown visit the post office without the third degree? Sheesh, someone woke up on the wrong side of the big top. Let's try that again. What can I do for you, Chuckles? Ich bin Paket. Hey, George, you lazy f***. I want to pick up my package. Let me see that. Okay, one moment. And next time, deliver it to me in person. What do you think I pay my tax dollars for? You haven't paid your taxes in years. Who do you think sorts all outgoing mail? Well, you. Okay. It's addressed to me, Ransom the Clown. There's a note inside. Dear Mr. Clown, we hereby return your defective samples. The wallet seems to be made out of a rare endangered species of bird, and the candy dispenser sparks whenever you use it. Please do not contact us again. What a bunch of wads. Okay, da ist der Geldbeutel, den wir brauchen. Dann gehe ich mal gerade mit ihm jetzt auch zum selben Eck. Jetzt frage ich mich gerade, der Süßigkeiten-Dispenser funkt also jedes Mal, wenn man benutzt. Brauchen die ein Feuerzeug für irgendwas? Buy me some kombucha? You got any loose change? Wo bin ich denn hier? Buy me a drink? Happy to help. Loose change? I have a new wallet for you. Can I have your muddy one? I could use a clean wallet, thanks. Here's my old one. We'll talk later. Don't leave town. Where would I go? Loose change? Das ist wirklich eine gute Frage. Wo würde dann hin? Wir haben's. Wir haben die Brieftasche mit Blutflecken und wir haben die Blutprobe. Damit können wir den Scheiß zusammen in den Bloodtron schmeißen und hätten unseren zweiten Aspekt von dem ganzen Arrestatron-Kacke hier erledigt. Und das machen wir dann auch mal fix. Na, hallo? It's the hotel keycard for Franklin Edmonds' room. Okay, Geldbeutel rein, das da rein. Oh.
Okay, und da ist unser Bericht. Blood Report. Blutige Geldbörse und Blut an der Leiche. Output des Blut an der Geldbörse entspricht dem Blut der Leiche. 100% Genauigkeit. Bloodtron 3000. Patent pending. Okay. Damit hätten wir das auch erledigt. Wir wissen, dieser Geldbeutel ist von der Leiche. Können wir... Ach, das Ding ist weg jetzt. Na gut, dann. So, was fehlt uns denn dann noch? Dann fehlt uns nur noch Mordwaffe, Fingerabdrücke von der Mordwaffe und dann Fingertron. Und die Pilze an der Kanalisation. Das ist doch alles schon mal gar nicht so wenig.